Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Ich sitze gerade momentan im Lift und ihr fragt euch bestimmt, wo ich mich gerade befinde. Und zwar bin ich heute im Bikepark Brandnertal unterwegs. Heute ist das mein allererstes Mal im Bikepark Brandnertal. Und ja. Und nicht wie gewohnt mit meinem normalen Bike, wo ihr schon kennt von den anderen Videos, sondern heute habe ich mal mir ein Downhill-Bike ausgeliehen, hier im Bikepark. Da kann man wunderbar ein Bike ausleihen. Und das Bike ist ein Moontracker-Bike, Marke Moontracker. Ist kein Freeride-Bike, sondern ich fahre heute mal das allererste Mal mit einem Downhill-Bike. Und ich werde euch das mal, wenn wir oben im Lift sind, kurz mal vorstellen. Jo, also wir sehen uns dann oben. Der, wo hier schon mal gefahren ist, kennt oben quasi das Reggae Mountain Reggae Radio. Jo. Moin. Servus. Alles gut. Servus. Servus, Bossi. Jo. Jetzt sind wir oben und ich zeige euch jetzt mal kurz das Bike. So sieht es aus. Ist ein Moontracker Downhill. Ich schreibe es unten mal in die Beschreibung, was genau für eins ist. Und hier sieht man die, quasi wo wir jetzt überall sind. Und es haben alle Strecken geöffnet. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal die erste und schauen mal. Fahren wir mal aber erstmal eine leichte. Fahren wir mal die leichte hier. Ah, da hat's Tops, okay. Da war ich zu langsam. Thank you.
Schlüssel erstmal einfahren. Runde. Erst bin ich langsam gefahren. Ja, ich muss ein bisschen meine Schuhe leichter machen. Habe ich ein bisschen zu stark geschnürt. Und vielleicht könnt ihr es erkennen da vorne. Und da ist das Bike. Also ich muss sagen, man merkt es brutal. Das erste Mal jetzt Ding fahren. Das erste Mal jetzt Downhill Bike. Und ich muss sagen, das ist echt krass. Wie viel Federweg das Ding einfach hat. Du kannst über jeden Jump springen, weil ich merke es bei meinem Bike daheim. Quasi mein Bike daheim, das hat nur 130 mm Federweg. Und das merkst du brutal. Die 130, die sind jetzt für eine Enduro-Strecke bei mir daheim voll ausreichend. Aber jetzt hier zum Beispiel merke ich mit dem Bike, kann ich viel besser die Sprünge quasi springen, weil ich weiß, das hat viel mehr Federweg. Das ist auch ein bisschen besser, quasi flowiger. Nochmal check the river. Und unten aber dann die, ja quasi oben. Unten dann check the river. Also here we go. Hier ein North Shore. Yeah! So, ich habe jetzt eine kleine Pause eingelegt. Zum Wohl. Und mal schauen, vielleicht esse ich auch noch hier einen Apfelstrudel, sehr lecker. So, also ich habe jetzt hier einen fetten Kaiserschmarrn. Sieht richtig lecker aus. Probieren wir mal. Jetzt hier weiter.
Ja. Moody Coaster ist das jetzt hier. Nein. Nicht gut. Geht's weiter. Gucken wir mal, was da unten los ist. Zeilen geschmissen. Ah, schöne Anliegerkurven. Den habe ich auch mitgenommen. Ah, da musste ich abbremsen.